Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video werden wir uns mit Mails beschäftigen. Und zwar werden wir uns beschäftigen mit den Grundlagen von E-Mail. Was ist SPF, was ist DMARC, DKIM, was bringt das alles überhaupt und wie wichtig ist E-Mail Security? Das auch, weil sich eine Gruppe intensiv damit beschäftigt hat, greife ich hier das Thema entsprechend auf. E-Mail ist oder wird häufig bezeichnet als Backbone of Personal, Academic and Professional Correspondence Worldwide. Das heißt, es wird auf der ganzen Welt verwendet. Jeder kennt E-Mail. Die meisten verwenden vermutlich ein webbasiertes E-Mail, Outlook oder Gmail. Ich zum Beispiel verwende immer noch Thunderbird. Wir werden uns auch einige Zahlen anschauen, was gerade verwendet wird und was nicht. Hier ein Screenshot von Thunderbird und daneben gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man kommunizieren kann. Die sind aber nicht so, oder die sind relativ fragmentiert. Slack, Discord, Teams, Telegram, WhatsApp, Trello, Matrix, die verwende ich alle. E-Mail ist eigentlich das, was jeder verwendet, jeder hat und auch jeder braucht. Und bei den Messaging-Clients, wie gesagt, wenn jetzt ein weiterer dazukommt, der hat noch was anderes, dann werde ich das auch brauchen. Aber was alle haben, das ist E-Mail und deshalb wird es auch sehr häufig eingesetzt. Vor allem, wenn es um etwas Wichtiges geht, dann schreibt man lieber ein E-Mail, als es irgendwo im Slack zu posten, weil da geht es dann höchstwahrscheinlich vergessen. E-Mail, die Spezifikation, die ist auch schon ein bisschen älter, dieser E-Mail-Protokolle. Und zwar schauen wir uns ganz kurz die Protokolle an. Wir haben hier zum Beispiel das Simple Mail Transfer Protokoll. Das wurde im August 82 spezifiziert. Das ist auch schon eine Weile her. Das ist ein textbasiertes Protokoll und hier sieht man, wie man zum Beispiel ein E-Mail verschicken kann. Das probiere ich jetzt gleich mal aus. Ich betreibe auch meinen eigenen E-Mail-Server, deshalb kann ich das entsprechend machen. Aber es sollte auch mit anderen E-Mail-Servern gehen. Ich kann mich jetzt zum Beispiel auf meinen Localhost auf Port 25 verbinden und dann muss ich zuerst mich sagen, ich bin hier eigentlich mit einer gültigen Domain, ich bin jetzt lokal, da wird es dann bei mir nicht überprüft, das heißt, ich kann mal mit dem starten, mit dem Hello-Befehl, dann Mail from, das ist zum Beispiel satoshi@nakamoto.ch irgendwas und dann den Empfänger rcpt to, das werde ich sein, bocek.ch und jetzt kann ich anfangen mit den Daten. Hallo, das ist ein Test. Und beenden tut man es mit einem Punkt, Enter und dann wird das Mail geschickt. Jetzt ist es bereits angekommen. Es sieht dann wie folgt aus. View Source, das ist das, was ich erhalten habe. Es ging nicht durch die Graylist, was eben lokal war. Und hier habe ich jetzt das Mail empfangen. Ganz wichtig eben from, da kann man eigentlich beliebig etwas angeben, wobei eben auch nicht mehr und da kommen wir noch, was dann das mit DKIM und DMARC auf sich hat, was es dann genau ist. Aber eben das ist ein ganz einfaches Protokoll, mit dem man Nachrichten verschicken kann. Dann das Post Office Protokoll, das folgende Protokoll wird eigentlich heutzutage nicht mehr verwendet.
Ebenfalls ein einfaches Textprotokoll. Hier kann man die Nachrichten empfangen. Das Problem mit dem Post Office Protokoll ist, dass man die E-Mails vom Server nimmt, auf dem Server löscht und dann hat man sie auf dem Client, auf einem Client. Und wenn man jetzt mehrere Clients hat, dann hat man Pech gehabt, man hat dann auf dem einen, auf dem anderen nicht. Deswegen wurde später auch, das war im 88, wurde das Interactive Mail Access Protokoll vorgeschlagen, wo die Mails auf dem Server bleiben und der Client kann da zugreifen. Es können x Clients darauf zugreifen, die sehen dann die gleiche Nachricht und es können mehrere Clients die gleiche Nachricht anschauen. Das ist beim Post Office Protokoll, beim Pop-Up Protokoll nicht möglich. Bei IMAP ist es möglich. Und die Protokolle, also die hat man jetzt nicht 1982 respektive 1988 entwickelt, spezifiziert und dann wurde nichts gemacht. An den Protokollen wurde immer wieder geschraubt. Das sind jetzt die Anfänge dieser Protokolle. Das SMTP zum Beispiel gibt es ein Update hier im Jahre 2008. Hier ein das Post Office Protokoll Version 3, wie gesagt, POP wird nicht mehr so häufig verwendet und im 2003 hier ein Update zum IMAP-Protokoll Version 4 Revision 1. Das sieht immer noch gleich aus, sind ein paar Sachen noch hinzugekommen und eben an diesen Protokollen wird immer noch gearbeitet. Gut, zu POP, SMTP und IMAP. Ich habe euch Thunderbird gezeigt. Da gibt es immer wieder Statistiken, welche E-Mail-Clients verwendet werden. Die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Hier Thunderbird bei 1%. Je nach Seite, die man anschaut, ist es einmal mehr, einmal weniger. Das heißt, Thunderbird ist sicher ein E-Mail-Client, der nicht so häufig verwendet wird. Auf dem Apple iPhone, das E-Mail-Programm wird sehr häufig verwendet. Gmail ist sehr populär. Outlook, vor allem in der Geschäftswelt, ist sehr populär. Das sind so die großen E-Mail-Clients, die verwendet werden. Auf dem mobilen Telefon gibt es auch natürlich diverse Alternativen. Hier gibt es zum Beispiel K9. Das ist ein E-Mail-Programm, wo ich über IMAP auf meine E-Mails zugreifen kann. Nun, ich habe erwähnt, das POP-Protokoll wird nicht mehr so häufig verwendet, was aber immer verwendet wird, wenn Mails verschickt werden, ist das SMTP-Protokoll, Simple Mail Transfer Protocol, weil die Mails, auch wenn man jetzt Gmail verwendet und seine Mail jetzt irgendwo an einen anderen an eine E-Mail-Adresse eines anderen E-Mail-Providers verschickt, das wird dann über SMTP versendet. Hier SMTP, das heißt, wir haben den einen Mail-Server hier, den zweiten Mail-Server hier auf der anderen Seite und das Protokoll dazwischen, das ist SMTP. Wenn man jetzt innerhalb von Gmail eine E-Mail verschickt, dann wird es nicht notwendigerweise mit SMTP verschickt. Das kann man dann intern handeln. Aber sobald es nach außen geht, wird SMTP verwendet. Und wenn ich eine E-Mail verschicken möchte, jetzt in meinem Beispiel, dann kann ich das mit SMTP machen. Wie ein Beispiel ganz am Anfang, das ich euch gezeigt habe. Die E-Mails kann ich mit IMAP lesen oder auch mit dem Post Office Protokoll, mit dem POP oder POP Protokoll. Das wird aber, wie gesagt, nicht mehr so häufig verwendet. Und zwar, was häufiger verwendet wird, sind Webseiten, Gmail, Outlook, wo man die E-Mails per Web zugreifen kann. Ein Beispiel bei der Ost. Dort kann man noch per IMAP seine Mails abrufen. Das ist das, was ich auch mache. Aber die meisten werden das nicht machen, weil das muss man auch separat konfigurieren. Und die meisten werden es per Web zugreifen. Nichtsdestotrotz, wenn man hier per Web zugreift, die E-Mail
wenn ich zum Beispiel von meiner Ostadresse an eine Gmail-Adresse etwas schicken möchte, dann geht es per SMTP. Nun, es gibt eine mögliche Erweiterung und zwar, ist momentan in Diskussion, JMAP. Das kann man hier auf der Wikipedia-Seite nachlesen. Das ist das JSON Meta Application Protocol und das wird momentan spezifiziert, sollte zum Beispiel IMAP und SMTP ablösen. Was es aber auch noch drin hat, sind Möglichkeiten, dass man CARDDAV und CALDAV, also Kalendereinträge und Kontakte, damit auch versenden und synchronisieren kann. Das heißt, es ist so eine Lösung, mit der man alles machen kann. Es gibt ein paar E-Mail-Programme, die verwenden es. Ich habe es jetzt noch nicht groß gesehen, dass es verwendet wird. Ich finde es eine spannende Entwicklung. Sobald dann zum Beispiel Thunderbird und mein Mail-Server das ebenfalls unterstützen würden, würde ich das sicher ausprobieren. Gut, schauen wir uns ein bisschen SMTP an. Wie gesagt, IMAP und POP werden nicht mehr so häufig verwendet, wobei das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Hier noch andere Zahlen, da sieht man auch wieder Thunderbird mit 1%. Aber es wird dann verwendet, weil es ist ein Standard, wenn man zum Beispiel von einem Anbieter auf den nächsten, zum nächsten seine E-Mails abrufen möchte. Wenn ich zum Beispiel ein Apple-Mail-Programm habe und ich möchte auf mein Gmail-Konto zugreifen, dann gibt es auf der Google-Seite eine Hilfestellung: How do I set up Google Workspace with Apple Mail? Ganz einfach, turn on IMAP und dann kann man mit Apple Mail ebenfalls auf die Mails von Google Workspace oder Gmail darauf zugreifen. Das heißt, als Standard ist es eigentlich sehr wichtig. Das macht eben diese Kommunikation interoperabel zwischen diesen Providern innerhalb von Google, von Gmail, von Google Workplace braucht man es nicht. Aber sobald man dann das E-Mail von irgendeinem anderen Provider abrufen möchte, dann ist die Lösung IMAP. Das heißt, IMAP wird eigentlich immer noch verwendet und ich habe versucht, Zahlen herauszufinden, wie populär oder wie häufig IMAP verwendet wird. Das ist eben leider nicht so einfach herauszufinden, was ich gefunden habe, wie viele Personen zum Beispiel eben Thunderbird oder Apple Mail oder Gmail verwenden. Das heißt aber nicht, dass sie dann entweder IMAP oder etwas anderes verwenden, weil sie können auch beides verwenden. Und eben um es interoperabel zu halten, braucht es entsprechend IMAP und dazu habe ich jetzt diese Zahlen nicht gefunden. Bei SMTP, dort werden die folgenden Portnummern verwendet: 25 als Standardport. Das haben wir ganz am Anfang im Beispiel gesehen. Und dann, wenn man es sicher gestalten möchte, auf dem Port 587, dort kann man die Daten verschlüsseln. Und was nicht mehr häufig verwendet wird, Port 465, das ist SMTP over SSL. Das heißt, es wird, wenn man verschlüsselt wird, wird eher diese Variante hier verwendet. Und im klassischen System, wenn wir jetzt hier uns den Mail-User-Agent anschauen, zum Beispiel als Thunderbird, man kann sich das auch vorstellen, hier greife ich zum Beispiel mit Gmail zu, das geht auch, kann auch als Mail-User-Agent angeschaut werden. Das kann eben ein beliebiger E-Mail-Client sein. Dieser verwendet dann SMTP, um die Mail zu verschicken. Das Verschicken des Mails, das übernimmt der MTA Mail Transfer Agent, schickt es dann zu einem eben MTA Mail Transfer Agent. Wenn er sieht, es muss weitergeschickt werden, wird es dann weitergeschickt, bis der Empfänger gefunden wird und dann wird der Mail Delivery Agent, MDA, bekommt dann diese E-Mail
und liefert es dann an den POP- oder IMAP-Server oder Webserver und der User kann dann darauf zugreifen. Das sind so die Terminologien, die man immer wieder sieht, wenn man Mail-Server konfiguriert und wenn man schaut, jetzt, wie die Konfiguration aussieht. Beim Routing hier haben wir eben diesen Mail-Server. Das ist entweder ein Mail-Transfer-Agent oder Mail-Delivery-Agent. Je nachdem, wenn er diese Domain kennt, dann wird er zum Mail-Delivery-Agent, weil er diese Nachricht an dem User ausliefert. Und wenn es extern eine externe Domain ist, dann wird er schauen, dass er diese E-Mail jemandem anders weiterschicken kann. Das macht er so, indem er zum Beispiel ein DNS-Lookup macht. Im DNS hat man dann jeweils eingetragen, was der verantwortliche Mail-Server ist. Bei meinem Beispiel, also wenn ich wieder das Beispiel von botcheck.ch anschaue, dann kann ich jetzt den MX-Record mir anschauen. Das ist so ein DNS-Utility. Da kann ich nach dem Typ MX Mail Exchange meine Query gestalten. Und hier sehe ich dann das mail.no.ch. Das ist auch eine Domain, die ich schon lange habe. Da läuft nicht viel drauf. Wird als Mail-Server verwendet. Und eben Mail-Server macht eben einen Lookup. Wenn ich zum Beispiel Tom@Botcheck habe, nimmt der Botcheck.ch, schaut, okay, gibt es einen MX-Record? Ja, dann weiß ich, hier läuft mein Mail-Server drauf und da kann ich dann entweder über Port 25 oder über Port 587 kann ich dort meine E-Mail verschicken. Port 587, das ist, wie gesagt, die verschlüsselte Version und die Zertifikate dafür, die hole ich mir mit Let's Encrypt. Das kann man ebenfalls entsprechend konfigurieren, dass man sich periodisch diese Let's Encrypt Zertifikate verwendet und das kann man ebenfalls für meinen Mail-Server verwenden, das heißt mail.no.ch. Dort, wenn eine Verbindung hergestellt wird, dann wird das auch mit Let's Encrypt abgesichert sein. Schauen wir uns noch Secure SMTP genauer an, und zwar die Unterschiede zwischen Start-TLS, respektive der Service auf Port 587 und SMTPS 465. Der Unterschied ist, dass Start-TLS kann eine bestehende Verbindung upgraden. Das heißt, auch wenn man sich über Port 25 unverschlüsselt jetzt den initialen Austausch macht, dann kann mit dem Kommando Start-TLS die Verbindung abgegradet werden auf eine sichere Verbindung. Das heißt, man startet zuerst normal auf Port 25 und dann handelt man aus, können beide TLS, mit Start-TLS wird das nur festgestellt. Dann, wenn beides unterstützen, wird dann die Verbindung verschlüsselt, wird weiter kommuniziert. Wenn eine Seite jetzt das nicht unterstützt, dann wird unverschlüsselt weitergemacht. Und ich habe hier oben zwei Ports, also häufig, wenn der Client zugreift, also mein Thunderbird oder K9 habe ich zum Beispiel so konfiguriert, dass ich über Port 587 zugreife, dass ich quasi immer verschlüsselt zugreife. Und wenn aber die SMTP-Servers, Mail Transfer, MTA, Mail Transfer Agents untereinander kommunizieren, die kommunizieren über Port 25 und dort können sie dann eben diese Connection dann upgraden auf eine gesicherte Verbindung. Die Vorteile ist, es ist rückwärtskompatibel, auch wenn einer ein uraltes Protokoll noch hat, das zum Beispiel unverschlüsselt nur funktioniert, dann wird es funktionieren. Es wird von vielen empfohlen, dass das eigentlich Best Practice ist, aber man darf eben nicht vergessen, es wird dann, wenn einer jetzt TLS nicht unterstützt, es wird ein Fallback geben, dass eben diese Kommunikation nicht verschlüsselt ist und das kann gefährlich sein, wenn es möglich ist, irgendwelche Downgrade-Attacken durchzuführen. Bei SMTPS, dort wird immer alles verschlüsselt, das heißt, man
fängt mit einer verschlüsselten Verbindung an, ohne dass man jetzt zum Beispiel ein Upgrade durchführen muss, als Port, wie gesagt, 465. Und das wurde initial tatsächlich für SMTPs registriert, wurde danach aber deprecated, und man hat eben empfohlen, Start-TLS zu verwenden. Und dann hat man gemerkt, hey, es wird doch relativ häufig verwendet. Dann hat man den Port wieder offiziell zugewiesen und das hin und her hat dem auch nicht gerade geholfen. Der Vorteil hier ist, dass es einfach zu implementieren ist. Das heißt, Verschlüsselung von Anfang an. Es muss gar kein Upgrade durchgeführt werden. Man hat garantiert, es wird immer verschlüsselt. Der Nachteil oder das, was man sich eben überlegen sollte, es wurde mal deprecated, jetzt ist es wieder revived. Das heißt, dort gibt es sich Clients, die es entweder unterstützen oder nicht unterstützen. Und Best Practice ist eben, man verwendet Start-TLS. Zu den Best Practices, wie gesagt, Start-TLS, Let's Encrypt funktioniert übrigens bei beiden. Das heißt, man kann bei beiden ein Zertifikat über Let's Encrypt aushandeln und das auch bei E-Mail verwenden. Nun, bei E-Mail haben wir auch immer das Problem von Spam. Nun, Spam kennen wir alle. Das sind unerwünschte E-Mails mit irgendwelchen Werbungen für keine Ahnung was. Und da gibt es diverse Methoden, wie man dem, wie man das verhindern kann. Eine Möglichkeit ist das Graylisting. Das ist ziemlich effizient. Und bei Graylisting, dort wird man initial, wenn man den Sender noch nicht kennt, wird man initial das E-Mail nicht akzeptieren. Man wird einen temporären Fehler zurückliefern, wenn man den Sender nicht kennt. Und was dann passiert ist, der Standard sagt vor, der SMTP-Standard, wenn man einen temporären Fehler bekommt, dann muss man das später nochmals probieren, weil es eben ein temporärer Fehler ist. Und wenn man das dann macht, also eben man bekommt so ein Try Again Later und die SMTP-Server, die korrekt implementiert sind, die machen das auch, die wiederholen es, versuchen diesen Versand der E-Mail nochmals zu tätigen. Und wenn es dann beim zweiten Mal versucht wird, wird dieses E-Mail akzeptiert. Und hier geht man davon aus, dass die E-Mail-Server von Spammern eben nicht standardkonform sind, dass die Spammer einfach so viele Mails wie möglich rauslassen möchten und das Delayen, das Verzögern der Nachricht, das wird von den meisten Spammern ignoriert. Das ist die Idee dahinter. Beim zweiten Mal sieht dann der Mail-Server, okay, er hat es jetzt nochmals probiert. Das heißt, den Sender nehme ich jetzt von dieser Graylisting weg oder ich habe eine Whitelisting-Liste, wo ich dann diesen Benutzer hinzufüge. Und in Zukunft, wenn ich Mail von diesem Benutzer bekomme oder von dieser E-Mail-Adresse, dann weiß ich, ich kann es dann direkt zustellen, ohne dass der Benutzer warten muss. Das heißt, die weiteren E-Mails, die werden dann ohne eine Verzögerung verschickt. Und die Verzögerung, je nach E-Mail-Programm, je nach Retry, kann das von Minuten bis Stunden dauern. In der Regel sind es dann irgendwo ein paar Minuten. Der Vorteil ist, es verkleinert das Spam-Aufkommen. Ich habe jetzt keine extensive Benchmarks gemacht, also ich verwende Graylisting. Und ich habe einen deutlichen Rückgang gespürt, wie viel das es jetzt ist und vor allem, ob es immer noch so ist, das weiß ich nicht. Ich habe es vor Urzeiten eingeschaltet, dort habe ich dann gesehen, hey, es funktioniert, ich lasse es mal drin. Und eben, wo ich es implementiert habe, hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Es braucht auch nicht viele Ressourcen, es muss auch nicht der ganze Inhalt gescannt werden. Man kann sehen, woher kommt die E-Mail-Adresse, von welchem Sender kommt es und das reicht dann eigentlich schon. Und es ist auch relativ einfach einzurichten und es braucht auch nicht groß
irgendeine Konfiguration. Das heißt, man kann es einfach enablen und dann funktioniert es. Was man beachten sollte, die initialen E-Mails werden verzögert. Und das ist eben, was ich nicht getestet habe. Die Spammer können sich natürlich auch anpassen und sehen, hey, wenn jetzt alle so Greylisting verwenden, dann werde ich meinen Spam-Server ebenfalls mit dieser Policy konfigurieren, dass auch mein Mail-Server dieses Greylisting einhält. Dann kann er dann ebenfalls Mails verschicken. Das zu Greylisting. Was zur Spam Prevention ebenfalls verwendet wird, sind sogenannte SURBL-Filter, Spam URI Real-Time Blocklist. Das heißt, man hat Blocklists, wo URLs drauf sind und dort steht, wer zum Beispiel ein Spammer ist. Das heißt, wenn ich ein E-Mail bekomme, schaue ich mir die URL an mit dieser Blocklist und wenn ich sehe, diese URL ist auf der Blocklist drauf, dann weiß ich, ich kann das E-Mail verwerfen oder ich kann es entsprechend taggen. Neben den SURBL-Filters gibt es noch DNS-Bull, sogenannte DNS-Blocklists. Und das sind jetzt keine URLs von bekannten Spammern, sondern IP-Adressen, wo man weiß, dass, dass von dort Spam geschickt wird. Und das habe ich zum Beispiel bei mir ebenfalls installiert. Ich verwende UCE Protect. Das ist die folgende Seite hier. Und diese Seite bietet über rsync mir eine Möglichkeit an, diese Blocklist, diese IP-Blocklist zu synchronisieren. Das habe ich wie folgt eingerichtet. Das heißt, ich bin jetzt auf meinem Server. Ich habe einen cron-job eingerichtet. Das ist in cron.daily. Hier habe ich den DNS-Blocklist-Fetcher. Dort mache ich dann ein rsync auf diese Blocklist und rsync, das Gute bei rsync ist, es wird mir jeweils nur ein Delta ausliefern, das heißt nur das, was sich geändert hat, bekomme ich. Das heißt, wenn sich nichts geändert hat, wird dann nicht viel übertragen, weil die Liste ist doch, hat eine gewisse Größe und mit eben rsync kann man nur die Änderungen übermitteln und hier sehe ich, es ist 1 Megabyte und das heißt, ich muss jeweils nur das Delta übertragen. Und da kann ich mir auch kurz den Schluss dieser Liste ansehen, wie es aussieht. Hier sieht man, dass es relativ aktuell ist, 19. Mai. Das heißt, ich habe es heute um 6 Uhr oder der cron-job hat es heute um 6 Uhr synchronisiert. Und darin sind eben IP-Adressen von Spammern oder von Rechnern, IP-Adressen von Rechnern, wo man weiß, darüber wurde Spam verschickt und sobald eine E-Mail kommt mit dieser IP-Adresse, werde ich diese dann direkt zurückweisen. Das zu den DNS-Blocklisten. Was es auch noch gibt, sind Bayesian Filters mit Machine Learning. Das muss jetzt nicht Bayesian Filtering sein. Das kann auch mit Machine Learning, mit neuen Methoden, kann der Inhalt analysiert werden. Thunderbird verwendet Bayesian Spam Filtering. Das heißt, bei den Junk Mails kann man dann einstellen, dass man eben nach oder dass man diesen Mechanismus einschaltet, dass man, wenn man ein Junk-Mail bekommt, das als solches markiert und mit eben diesem Bayesian Spam-Filtering kann man dann auch statistischerweise versuchen, Wörter zuzuordnen, welche Wörter kommen häufiger bei Spam vor, welche kommen weniger häufig vor. Das heißt, man hat einen Satz von Trainingsdaten, das heißt, man markiert Spam und Nicht-Spam und mit diesem Bayesian Spam-Filtering kann man dann die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen mit Wörtern.
wenn ich zum Beispiel ein Mail habe mit Wörtern drin wie Discount oder Offer, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es Spam ist. Wenn ich andere Wörter drin habe, wie zum Beispiel Meeting oder Invoice, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass Spam ist. Und dann wird ein Score berechnet und anhand von einem Schwellwert wird dann das automatisch als Spam markiert oder nicht und in den entsprechend in den Spam-Ordner gelegt. Es kann auch sein, dass es False Positives sind, dass es auch eine reguläre Nachricht jetzt im Spam-Folder landet. Das heißt, ich schaue dann ab und zu sicher mal nach, was im Spam-Folder alles drin ist. Sollte man in der Regel machen, auch bei Gmail. Dort hatte ich auch hatte ich auch im Spam-Filter Mails drin, die wichtig gewesen wären, oder aber auch bei Ost landet das eine oder andere Mail im Spamfilter. Das heißt, sicher mal einmal pro Woche sollte man sich diesen Folder anschauen. Dann zur Spam Prevention. Was man ebenfalls machen kann, ist, man verwendet Sender Policy Framework. Das ist hier beschrieben, wie es funktioniert. Und hier kann man den E-Mail-Absender verifizieren, ob er eine E-Mail-Adresse gespoofed hat, wie ich das zum Beispiel in nakamoto.ch gemacht habe. Diese E-Mail habe ich gespoofed. Das würde mit SPF, mit Sender Policy Framework, nicht mehr funktionieren. Das heißt, da kann der Domain-Owner dann bestimmen, welche Mail-Server dann diese E-Mail-Adressen mit dieser Domain dann verschicken dürfen. Das kann man auch checken. Ich zum Beispiel verwende ich eben bei meinem Mail-Server verwende ich ebenfalls SPF. Das ist ein Eintrag im DNS. Das heißt, wenn ich hier mit digcheck.ch den TXT-Rekord mir anschaue, dann sehe ich hier diesen SPF-Eintrag. Was das genau heißt, das wird hier beschrieben, was diese Abkürzungen bedeuten. Wichtig ist hier das Minus. Hier, ich habe ein Minus all, minus for fail. The mail should be rejected. Andere haben ein Soft-Fail drin, aber ich habe mich bewusst für ein Minus entschieden. Das heißt, wenn da irgendwelche Unklarheiten sind oder jemand eine E-Mail über diese Domain schicken möchte, werde ich so nicht akzeptieren mit dieser Einstellung. Das kann man ebenfalls hier überprüfen, Validate SPF, und da sieht man den gleichen Eintrag. Das heißt, wer alles schicken darf, das bin ich, also mein Mail-Server. Und der Google Mail Server darf das ebenfalls. Und hier sieht man, was Google eingestellt hat. Sie haben eben Tilde drin, ein Soft-Fail. Das heißt, es wird als, wenn man gespoofed wird, wird das als gespoofed markiert. Das zu SPF. Was es dann ebenfalls noch gibt, auch sehr spannend, ist Domain Keys Identified Mail. Das kann hier nachgelesen werden, was es genau ist. Und hier kann man die E-Mail entsprechend signieren. Das heißt, ich habe meine E-Mail, ich erzeuge so eine DKIM-Signatur und damit kann man dann überprüfen, ist tatsächlich diese Mail, stammt die oder wurde die signiert mit dem Schlüssel, der im DNS publiziert worden ist. Und zwar kann man das auch wieder hier abfragen, den habe ich auch wieder published. Das heißt, diesen Schlüssel muss man erstellen. Und mit einem Selektor, das habe ich jetzt mal als Mail verwendet, und dem Domain Key, das ist in der Spezifikation so drin, dass man das entsprechend mit Domain Key taggen muss. Und hier bocek.ch, hier gehe ich wieder auf den TXT-Eintrag und hier sieht man meinen RSA-Key, den ich im DNS hinterlegt habe. Das heißt, wenn jemand jetzt ein Mail bekommt mit dieser Signatur hier,
Das heißt, hier wird überprüft, wir haben hier eine Signatur, die signiere ich oder respektive der Mail-Server mit dem privaten Schlüssel, der entsprechende Public-Schlüssel, der wurde eben hier publiziert und jeder, der die Mail empfangen kann, kann eben diese DNS-Abfrage machen, sich den Public-Key holen und überprüfen, stimmt diese Signatur, ja oder nein? Und wenn sie nicht stimmt, dann kann man auch wieder entscheiden, ja, was soll ich damit machen? Soll ich es wegschmeißen oder soll ich es taggen? Das zu DKIM oder DKIM und was man dann genau mit den Mails anstellen soll, das wird mit DMARC beschrieben. Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Und hier wird beschrieben, oder das geht Hand in Hand mit SPF und DKIM, und das sagt dann, wenn etwas nicht erfüllt ist, was soll dann damit passieren. Das ist ebenfalls ein Eintrag im DNS-Record. Hier kann man dann eben angeben, wenn der SPF-Check nicht erfolgreich ist oder der DKIM-Check nicht erfolgreich ist, dann kann man angeben, was man damit machen soll. Policy None, wird nichts gemacht, Reject zum Beispiel, das E-Mail wird hier nicht akzeptiert. Ich habe alle drei bei mir implementiert, SPF, DKIM und DMARC. Das heißt, wenn ich jeweils ein Mail erhalte, dann kann ich jeweils im Header oder steht im Header jeweils drin, dass eben die ganze E-Mail verschlüsselt wird. Ich kann euch hier ein Beispiel zeigen. Ich mache mal ein Mail hier auf, das ich mir selber geschickt habe. Hier ein Link, hier eine E-Mail, die ich mir selber geschickt habe, und hier sieht man auch eben diese Signatur. Das E-Mail ist signiert, das hier ist die Signatur, hier sehen wir den Selector, das ist eben das Wort Mail, das ich verwendet habe, und eben damit kann man dann mit dieser Signatur und den Public Key vom DNS kann man überprüfen, ob diese E-Mail signiert ist und ob diese E-Mail tatsächlich von diesem Mail-Server verschickt worden ist. Und die meisten Spam-E-Mails, die ich bekomme, die haben keine gültige DKIM-Signatur. Da kann ich euch auch ein Beispiel zeigen, zum Beispiel irgendeine Spam-Nachricht. Nehmen wir mal diese hier. View Source, das ist diese hier, und zwar ist das: herzlichen Glückwunsch, Sie haben 500.000 whatever gewonnen, und hier sieht man schon, es ist keine DKIM-Signatur vorhanden, die Mail kommt irgendwo von Russland, und das kann man dann entsprechend als Spam markieren, wenn eben diese Signatur nicht da ist. Und das ist, was eigentlich viele Mail-Provider auch machen, auch die großen Outlook, Google. Das heißt, wenn man mal E-Mails verschicken möchte und sich wundert, warum lande ich immer im Spam, auch wenn man jetzt SendGrid oder Twilio oder andere Provider verwendet, man muss von der Domain, wo man diese E-Mails verschickt, müssen diese Einträge vorhanden sein, oder zumindest muss dann Redirects oder einen gewissen Eintrag muss vorhanden sein, der eben auf diese Dienste wie SendGrid oder Twilio zeigt, damit das mit dieser Signatur und mit SPF und DMARC dann auch funktioniert. Was es dann auch noch gibt, ist BIMI. Das verwende ich selber nicht. BIMI steht für Brand Indicator for Message Identification. Dazu auch wieder hier diese Seite, das ist ein relativ neuer Standard. In diesem Standard kann man ein Logo publizieren, ebenfalls im DNS als TXT-Record, im SVG-Format. Ich habe es aber noch nicht gemacht, weil es ein sogenanntes Verified Mark Certificate
braucht, damit man es überhaupt brauchen kann. Und dazu braucht es ein Registered Trademark for the Image. Und so als Hobby-Mail-Betreiber werde ich mir das wahrscheinlich nicht anschaffen, weil ein Trademark, ich gehe mal davon aus, dass es doch auch etwas kostet. Und dementsprechend habe ich das noch nicht implementiert. Dieses Thema, das Mail-Thema, ist jetzt neu hinzugekommen, weil sich eine Gruppe damit intensiv auseinandergesetzt haben. Deshalb habe ich es auch in die Vorlesung mit aufgenommen. Und ich selber betreibe auch einen Mail-Server. Und eine Frage, die ich sehr oft höre, ist, wäre es nicht einfacher, wenn man einfach Gmail oder Outlook verwendet, anstatt jetzt seinen eigenen Mail-Server zu betreiben, weil das mit dem Spam und man landet in einem Spam-Folder, das ist doch eine große Problematik. Und meine Antwort ist immer, ja, es wäre sicher einfacher, aber es macht weniger Spaß, weil man kann nichts konfigurieren, man lernt dabei nichts und ich spiele gerne mit der Mail-Konfiguration und schaue, was möglich ist und was nicht möglich ist.